Ja, das, Jung, ich versuche es mal mit ganz einfachen Worten zu erklären. Stellen Sie sich vor, Ihre Bank und Ihre Freunde geben Ihnen kein Geld mehr. Ziemlich missliche Situation. In dieser Situation beschließe ich, solidarisch mit Ihnen zu sein und sage Ihnen, Sie kriegen von mir Geld, scheibchenweise. Wir bestellen hier drei Kollegen, Herrn Bonka, Herrn Heller und Herrn Wagstiel. Der kontrolliert, ob wir eine Absprache, die wir beide treffen, auch einhalten. Und dann sage ich Ihnen, ich gebe Ihnen Geld und Sie versprechen mir, Sie stellen pro PK nur noch eine Frage. Dann haben wir eine solidarische Grundkonstruktion, die auf dem Prinzip Leistung gegen Gegenleistung fußt. Und besser kann man, glaube ich, das Prinzip Konditionalität nicht umschreiben. Es gibt einen, der hat Bedarf an Geld und es gibt einen anderen, der kann ihm Geld geben, aber er tut es nicht, ohne Bedingungen dafür zu stellen. Und deswegen ist es doch ganz klar, dass die 18 anderen Mitglieder der Eurozone nicht einfach einem griechischen Vorschlag, der von Athen auf den Tisch gelegt wird, zustimmen können, sondern die werden doch selbstverständlich sagen, was sie für gut und richtig halten, was geschehen muss, damit sie Geld geben können. So einfach ist das. Aber um beim Beispiel zu bleiben, wenn diese Bedingungen bedeuten, dass mein wirtschaftliches Leben zerstört wird und mir es immer schlechter geht, was habe ich denn für Freunde? Tja. Dann würde ich vielleicht mit mir noch mal drüber reden lassen. Hoffen wir, dass wir beide nicht in die Verlegenheit kommen. Ja. Vor allen Dingen müssen wir verhindern, dass der Eindruck sich verfestigt, hier würden Fragen gegen Geld gestellt.